ich denke schon, allein das Hinspiel hat auch schon gezeigt, dass wir es verdient hätten, dort auch zu gewinnen. Aber so ist halt eben der Fußball und das wussten wir von vornherein. Und es war heute ein bisschen schwieriger, weil wir halt Benfica nicht aus den Augen lassen durften, weil jedes Gegentor natürlich es umso schwerer gemacht hätte. Und deswegen ein Riesenkompliment an die Mannschaft. Das war heute ein über 90 Minuten verdienter Erfolg, auch in dieser Höhe. Wir wissen, wie wichtig Ober für uns ist und ich glaube, selbst die größten Stürmer auch in der Vergangenheit haben mal eine Phase gehabt, wo sie nicht getroffen haben. Und da muss man auch wieder die Kirche im Dorf lassen. Bei Ober, glaube ich, waren es 2 Spiele, wo er nicht getroffen hat. Und das ist überhaupt kein Problem. Und Ober ist so professionell, arbeitet jeden Tag an sich. Und deswegen wissen wir das alle zu schätzen, was er hier für uns auch leistet. Ja, man tankt natürlich nochmal Selbstbewusstsein, das ist klar. Wir sind eine sehr junge Truppe. Das beflügelt natürlich nochmal im Viertelfinale zu stehen. Und ja, jetzt freuen wir uns auf die nächsten Aufgaben in der Bundesliga, DFB-Pokal und dann schauen wir mal, wer uns zugelost wird. Bayern aus dem Grund nicht, weil wir nicht unbedingt Lust haben, da innerhalb, glaube ich, von 20 Tagen 4-mal gegen sie zu spielen und dann auch noch 3-mal in München. Und wäre schon cool, wenn wir eine andere Mannschaft kriegen, aber wie gesagt, das sind alles Mannschaften jetzt, die dabei sind, da wünscht man sich nicht unbedingt jemanden. Und wir nehmen einfach so, wie das kommt, hoffen, dass wir eine Mannschaft kriegen, gegen die wir noch nicht so häufig gespielt haben. Und dann freuen wir uns auf die Auslosung.